Ja, Leute, damit willkommen. Ich bin der Pruga. Ihr seht hier Death Motel, ein Horrorspiel von Steam. Und wir werden das jetzt gemeinsam spielen. Ich will ganz kurz mal die Einstellungen. Oh, ich mach's gleich mal ein bisschen heller. Ich sehe schon, es ist sehr dunkel. Na, ein bisschen machen wir. Wir tasten uns mal ran. Auf jeden Fall, es wird ein Einteiler. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und mir natürlich auch. So, was haben wir denn hier? Ich bin Joe Salinger, ein paranormaler Ermittler. Ich konnte nicht widerstehen, als ich die Gerüchte gehört hatte, die sich um Geistersichtungen im Crimson Motel drehten. Die beunruhigenden Neuigkeiten, was drehen sich um einen gruseligen Zwischenfall vor einigen Monaten? Ein manischer Psychopath hat brutal zwei Teenager ermordet inmitten des Hotels, Motels. Warum man über der jetzt Hotels Wall steht. Als Reaktion darauf hat das Management das Hotel geschlossen und hat Renovierungen als Grund angegeben. Renovierungsarbeiten, ist klar. Während diesen Renovierungsarbeiten gab es eine Serie von gruseligen Zwischenfällen. Die Arbeiter berichteten, dass sie verschiedene Dinge gesehen hatten. Manche erlitten sogar schwere mentale Zusammenbrüche, keine Ahnung, während sie dort arbeiteten. Das Mysterium, das sich um das Crimson Motel dreht, hat meine Neugier erregt. Das ist genau diese Art Mysterium, die mich anzieht. Bewaffnet mit meinen investigativen Geräten habe ich mich dorthin begeben, um die Heimsuchung zu bestätigen. Ich habe einen Computer in meinem Van installiert, der mir hilft, alle Informationen zu sammeln oder zu verarbeiten, die ich sammle. Mein ultimatives Ziel ist es, einen unwiderlegbaren Beweis zu sammeln, dass es eben diese Geister gibt auf meiner Videokamera. Wenn ich es schaffe, Geistererscheinungen aufzuzeichnen, dann wird es einen unschätzbaren Beitrag für, ja, leisten, um die Geheimnisse im Crimson Motel aufzudecken. So, bla bla, genug Story jetzt. Wo kommt das denn her? Hört mal. Hab ich eine Taschenlampe? Oh, wow. Natürlich halte ich die Taschenlampe so weit rechts, wie es geht. Das hilft mir sehr. Alter, es ist immer noch... Warte mal, ich mach's mal... Muss noch mal ein bisschen heller. Es ist leider immer noch sehr, sehr dunkel. Jetzt geht's, ne? Also man sieht ein bisschen, aber YouTube schluckt wieder einiges der Helligkeit. Man kennt's. Ach, da ist der Computer. Select an item. Ah, okay. Ich habe Image Viewer, Screen Capture, Movie, Music, App Store, Firefox, Browser. Alter, was... Total überladen. Dafür gibt's Taskleisten, Junge. Motel, aber nicht Crimson Motel. Okay. Warum ist das alles so dreckig hier? Das ist ja wie in so einem Survival-Spiel, so DayZ oder sowas. Aha. Das ist alles zu, so wie es aussieht. Und man braucht die Türschlusscodes. Warte mal, ich gehe mal die Rezeption. Das ist aber auch alles dunkel. Total zugesifft. Warum ist hier alles so siffig und dreckig? Was war das? Kaufe deine Traumland-Tickets hier. Ja, nicht rauchen. Sehr gut. Alter, ich... Okay, ich dachte, ich habe den Sound nur auf einem Ohr gerade, aber... Ich muss mal echt lauter machen. Es ist halt super leise. Und da kommst du aus der Richtung hier. Warte mal, ich will das mal ganz kurz bestätigen. Alter. Das kommt von hier. Ohne Scheiß, da sitzt jemand im Gebüsch. Hier, im Baum vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Ah. Und da hat gerade die Schublade geleuchtet. Alter. Alter, was ist das? Oh my God, das macht mich gerade ganz kirre. Alter. Jetzt trommelt da hinten noch einer auf dem Ölfass rum. Hier ist die Tür auf. 306. Kann ich denn irgendwie fotografieren oder so? Damit Kuh gehe ich auch ins Menü, sehr gut.
Zettel. Garrett, behalte diese Notiz. Ich habe ein Videotape für dich im Briefkasten hinterlegt. Verriegelt mit einem Schloss. Der Code ist 4476. Ich will diesen ganzen Nonsens nicht glauben, den unsere Arbeitskollegen uns sagen über diesen Ort, aber ich denke, wir haben hier keine Optionen mehr. Warum und wie? Ich habe wenig Theorien. Wir können reden. Ruf mich so bald wie es geht an. Wir können all das hier aufzeichnen und die Tapes nationalen TV-Shows schicken und dann werden wir reich. Ja, ist klar. Note to Garrett, edit the documents. Ho! Alter, das war eine echte Aufnahme, das war nicht animiert. Das war gerade ein echter Mensch. Alter, ich krieg gerade voll die Gänsehaut. Diese ganzen Geräusche machen mich ganz fertig. Es ist alles so super zugemüllt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gerade erst geschlossen wurde. Das ist schon wieder ein Koffer. Okay, Briefkasten suchen. Okay, die Tür ging gerade auf. Von selbst. Ich habe nichts gedrückt. Master Keycard. Oh, sieht aus, als könnte ich mit dieser Tür alle, also mit dieser Karte alle Türen im Hotel öffnen. Oder im Motel. Krass. Einfach mal so. Okay. Da fährt nicht mal jemand. Oh, Donut. Nom, nom, nom. Aha. Oder ich jetzt auch Bock drauf. Lime Fresh. Ob steht hier eigentlich eine Toilette? Diese Geräusche schon wieder. Sehr gut. Feuerzeug. Kann ich das nicht mitnehmen? Schade. Lucky Stars. Oh. Eine Flashdisk. Ich sollte sie auf meinem Laptop im Van überprüfen. Oh, das ist voll belastend. Hallo. Diese Geräusche, die sind voll belastend einfach. Ohne Scheiß, ich habe jetzt irgendwie gerade Bock, mir Stoffe und Alkohol für Verbände zu suchen. Weil gleich wieder Zombies angerannt kommen und ich brauche Munition und... Hast du nicht gesehen? Ich sag, es hat voll was von einem Survival-Spiel gerade. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Oh mein Gott. Ist das ekelhaft. Es wird da vorne einer sitzen. Was ist so ein Sound-Engineer und die ganze Zeit mit irgendwas rumkratzen und... Oh, was haben wir hier? Ein Mobiltelefon. Ich dachte gerade, das unten wäre so eine Line Koks oder... Das ist ein Motorboot. Ich kann vielleicht den Inhalt entschlüsseln. Mein Desktop im Van kann das handeln. Okay. Hör mal auf jetzt hier. Da sitzt gerade einer so. Kratzt auf dem Blech rum. Was? Was ist jetzt schon wieder? Okay. Flash Drive. Choose. Ich kann es nicht lesen. Was stand da? Ah, ich habe einen weiteren Beweis gesammelt. Ich brauche noch 7 weitere. Oh mein Gott, Lilly, haha, lol. Weitere Clues gesammelt. Warte mal, Journalist Note. Crimson Hotel.
Renowned journalist confronts his skepticism as he encounters unexplainable events. Also, bekannter Journalist konfrontiert seine Skepsis, als er unerklärliche Zwischenfälle im Hotel erlebt. Im gedämpften Licht von Zimmer 201 im Crimson Motel finde ich mich selbst, wie ich diese Worte kritzle. Versuche, einen Sinn auszumachen. Und was, die geschehen sind während meines zweitägigen Aufenthalts. Als ein Journalist habe ich schon immer das Paranormale mit Skepsis begrüßt oder bin ihm entgegnet. Trotzdem haben diese Ereignisse hier meine Grenzen getestet und meinen Glauben, also mein Disbelief, mein Unglauben erschüttert in seinen Fundamenten. Bei meiner Ankunft schien das Motel wie jedes andere Roadside Inn zu sein. Komplett, also einfach eins mit den flackernden Lichtern, die es so gibt und dem gedämpften Lärm des Verkehrs in der Entfernung. Aha. Aber es schien einfach mehr als nur lokale Folklore zu sein. Das Gimmick, das einfach so, ja, Thrillseeker anlockt. Bewaffnet mit meinem Notizbuch und einer gesunden Dosis Zweifel bin ich in 201 eingecheckt und wollte die Mythen im Crimson Motel hier auf die Spur gehen. Die erste Nacht war ziemlich ordinär, also ziemlich normal. Ich habe ausgepackt, habe mich eingelebt so ein bisschen, habe versucht, die gruselige Atmosphäre abzuschütteln, die das Hotel umgibt, wie eine zweite Haut. Als die Nacht voranschritt, habe ich permanent das Gefühl gehabt, dass es mich fröstelt in diesem Zimmer, obwohl das Thermostat eine normale Temperatur anzeigte. Jedes Knacken der Bretter im Boden hat mein Unbehagen verstärkt. Die Schatten sind wie wahnsinnig an der Wand entlang getanzt. Ich habe meine gestressten Nerven abgeschüttelt und habe versucht, ja, mich so ein bisschen nicht von meiner lebendigen Vorstellungskraft leiten zu lassen. Zweite Nacht. Ein unerklärliches Phänomen. In der zweiten Nacht hat es meine Skepsis komplett abgeschüttelt. Mitten in der Nacht bin ich von Flüstergeräuschen aufgewacht. Geräusche, die aus der Wand selbst zu kommen schienen. Ich dachte natürlich rationalerweise, es wären Geräusche des Windes, die mir einen Streich spielen. Aber jede Faser meines Seins hat in Angst gezittert. Ich bin zum Fenster gegangen, um die Quelle der Geräusche zu finden, aber es gab draußen nur Dunkelheit. Ich ging ins Bett zurück und es geschah etwas weiteres. Der Fernseher, den ich vorher ausgeschaltet hatte, kam flackernd zum Leben zurück und zeigte einen Kanal, den ich nicht eingeschaltet hatte. Auf dem Bildschirm war statisches Rauschen zu sehen und es formte Gesichter und die waren eben kontuiert aus statischem Rauschen. Mein Herz klopfte mir stark in der Brust. Die Konfrontation des Glaubens. Als ein Skeptiker bin ich darin trainiert, Fragen zu stellen, das logische Erklärungen zu suchen. Trotzdem aber hat mich das Hotel mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Ja, bla bla bla. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur lesen, Mann. Ich bleibe auf jeden Fall noch in Raum 201 und meine Finger zittern, als ich diese Erfahrung aufschreibe. Das Crimson Hotel hat mich mit dem Unbekannten konfrontiert und ja, ich bin wohl nicht länger Skeptiker, bla bla. So, jetzt kommen wir noch in Chatlog. Emma, du wirst es nicht glauben, dieses Motel ist super. Super duper crazy. Die Lichter machen blinky blinky und ich höre spooky flüstern überall. Ui. Oh mein Gott, Lilly. Du bist so ein ängstliches Kätzchen. Vielleicht will der Geist nur befreundet sein mit dir, weißt du, so wie Casper. Casper? Mehr wie Crispy der Geist. Ich mache keine Scherze, Emma. Das Flüstern sagt meinen Namen und die Tür ist zugeknallt. So bam, weißt du. Das ist nicht normal, ich schwöre. Lol, Crispy the Ghost, wirklich? Lilly, du machst mich fertig. Vielleicht ist es nur der Wind. Oder es ist die Art des Motels zu sagen, willkommen, Lilly. Nein, Emma, es ist nicht der Wind. Die Luft fühlt sich ganz eisig an. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Ich verstecke mich unter den Laken. Aber was ist, wenn der Geist mich findet? Wow! Oh, arme Lilly, mach dir keine Sorgen. Wenn der Geist auftaucht, dann mach einfach einen Dance-Off mit ihm. Zeig ihm deine Moves und er wird wieder abhauen. Ich hasse Generation Z. Dance-Off? Du bist verrückt, Emma. Aber vielleicht twerken Geister ja. Du weißt schon, so Cha-Cha. Wenn mich das rettet, dann tanze ich den Macarena. Ich schwöre. Oh, halt die Fresse. Das lese ich nicht mehr weiter. Das ist mir zu blöd. Naja. Gen Z, Alter.
Jetzt noch mehr. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit Lesestunde machen, ich sag's nur. Oha. Ich dachte eben, das radioaktive Strahlung hier. Was ist das? Hat er gerade so geschmatzt? Das sieht voll verrottet aus, alles hier. Ich kümmere mich erstmal ums Erdgeschoss, dann gehe ich hoch danach. Ah. Wenn die Geister jetzt noch anfangen, Bruga zu flüstern, dann bin ich hier raus, ne? Ich sag's euch. Da bin ich echt raus. Ein Schlüssel. Ein kleiner, rostiger, gelber Schlüssel. Was soll das? Da kramt alle irgendwas rum. Okay. Da steht einfach mal so ein Klotz mit Ziegeln. Dass die Türen immer wieder zugehen, das macht es mir nicht leichter, alles abzusuchen übrigens. Oho. Was ist das denn? Wie so ein Gerät. Also flüstern höre ich nichts, tut mir leid. Ina, das kannst du nicht sagen, ich brauche noch viel mehr Beweise jetzt. Hey. Entschuldigung. Sag mal, das sind einfach nur random Geräusche hier gerade. Geht das damit auf? Nein, du kannst es ja nicht benutzen, da brauche ich einen grünen Schlüssel, okay. Aber ich mache mir eine kleine Notiz. Zettel. Stift. Warte. So. 302. Grün. Easy. Die Tür geht nämlich wieder zu und dann weiß ich es nicht mehr. Aha. Nichts. Gar nichts. Okay. Gehe ich mal in die oberen Stockwerke. Oh, das ist ein Kombinationsschloss. Wie war die Kombination? 4476. Confirm. Falsch, Unlock. VHS-Tape mit 207. Oh! Da ist er wieder! War das der manische Psychopath? Oh. Yes. Noch ein Tape. 204. Oh Leute, ich bin echt gespannt, ne? Ich bin echt gespannt, was da drauf ist. Warum hat's da so geblinkt? Guck mal, da blinkt's und... Blaues Leuchten erscheint da. G04. Nichts. Aha. Die einfach mal hier eine Tür übersehen kann. Oh, der grüne Schlüssel. Kleiner rostiger grüner Schlüssel. Das war nochmal in 302. Okay, der ist unten. Das Zimmer, 302. Was für ein komischer Hammer. Bohrmaschine.
Ich glaube, das wird noch wichtig, vielleicht die Werkzeuge, ha? Huh? Ah! Da knistert wieder einer mit seinem Snickers-Papier rum. So. Was für Piepsen. Noch ein Tape. So nur 5. Okay. Das kann ich mir bestimmt nicht in meinem tollen Van anschauen, sondern muss es bestimmt hier auf dem Kassettenspieler angucken. Da war der. 103. Muss ich mir nicht notieren, den sieht man ja ganz gut. Okay. Ist ja gerade eine Bohrmaschine, so eine Kreissäge angegangen. Oh, ein Rubik's Cube. Das sah aber komisch aus, als hätte er Stacheln gerade. Ist nicht mehr. Ah! Aber ja, ekelhaften. Im Prinzip sind es einfach nur irgendwelche random Geräusche die ganze Zeit. Peace. Da lag was. Nee, sah so aus. Okay, wir haben gleich alle Räume. Es wird langsam ein bisschen eintönig. Ach, das ist doch noch ein Spielgerät. Okay. Aber cool gemacht. Ich finde es bewundernswert, dass sie sich da hingesetzt haben und einfach mal so Sachen gefilmt haben für das Spiel. Und so wie der Typ... Oh, ist das? Ach. Echt gut eingepflegt. Man sieht gar nicht, dass es ein Green ist oder so. Was ist das? Ein GPS-Gerät? Wieder echt einer im Busch sitzt die ganze Zeit und seine Sounds abspielt. Oh, was haben wir hier? Papiernotiz. Ein Papier, das kaum lesbar ist. Vielleicht kann ich meinen Scanner benutzen, um den Text sichtbar zu machen. So viel an der Kleingeld. Oh, VHS-Recorder. Sehr gut. Alles klar. Bin gespannt. Oh. Oh, das kriegt mich halt leider voll gut, sowas, ne? Eerie shit. Ich brauche noch 5 weitere Dokumente. Notiz an Garrett? Nein, Lillian. Susan's Note. Mein Telefon ist tot. Ich muss meinen Onkel Edgar anrufen. Er wird alles erklären. Ich habe diese Notiz hier zurückgelassen für den Fall, dass ich nicht mehr aus meinem Zimmer kann. Dieser verdammte Bastard hat mich eingesperrt. Hör mal zu, ich mein's ernst. Du musst Edgar anrufen. Und sag ihm rüber, er soll rüberkommen, dein Freund Susan. 4. Das war hinten. Dokument? Memo? Ach hier! Ghost in Black Dress. Ich habe ein Tape gefunden, das die Kreatur aufgezeichnet hat. Eine Frau in einem schwarzen Kleid. Vielleicht kann ich etwas von ihr aufzeichnen. Und der maskierte Geist? Ja, ich habe ein Bild von, also eine Aufnahme von einem Mann in der Maske gefunden. Vielleicht kann ich auch etwas von ihm aufzeichnen. Okay. Ghost behind window. Ja, bei der Kreatur, einer Frau
hinter dem Fenster. Vielleicht kann ich etwas von, über sie aufzeichnen. Oder von ihr. Was ist denn meine Aufnahme? Also mein Aufnahmegerät. Da ist doch eine Kamera. Kann ich da nicht irgendwie hin? Nein, das kann ich hier nicht benutzen. Vielleicht renne ich ja schon die ganze Zeit mit der Kamera rum, wer weiß. Ah. So, 204, 205 und 207 waren das. Ich hab hier echt alles schon durchsucht, ne? Ah. Gänsehaut. Wie mache ich das jetzt? Schon gesehen. Oh. Ekelhaft. Aber wo kann ich da was aufzeichnen von denen, ist die Frage. War ich hier noch gar nicht drin? Ich war ja noch gar nicht drin der 105, oder? Ich habe jetzt aber alles abgesucht. Ein Polaroid eines Mädchens. Wahrscheinlich war sie Gast hier im Motel. Ich habe jetzt alles nochmal abgesucht, weil ich habe irgendwas vergessen, hatte ich den Eindruck. Und das hatte ich wirklich. So. Was macht er jetzt? So ist das Foto, wurde den Dokumenten hinzugefügt. Wenn ich die Handschrift mit der Rückseite vergleiche mit den anderen Notizen, kann ich einfach feststellen, wer dieses Mädchen ist. Ja, Susans Notiz vielleicht. Wer auch sonst. Oh, diese Geräusche mache ich fertig. Ich suche mal weiter jetzt. So. Ach wow, da ist doch noch was. Company Letter. Ich sollte die E-Mail scannen und sofort mit den lokalen Nachrichten vergleichen. ASAP, as soon as possible. Ich kann meinen Desktop-Computer im Van benutzen. Na toll. Wie viel fehlen jetzt noch? Ich weiß es gar nicht, aber hier können es jetzt nicht mehr sein. Ziehen wir uns das mal rein hier im Van. So, Company Letter Edit the Documents. Lieber Mr. Becking, wir bedauern es, Sie informieren zu müssen, dass wir nicht länger Sie mit unseren Arbeitskräften hier im Crimson Motel versorgen können. Bitte erlauben Sie mir, es Ihnen zu erklären in einfachen Worten. Ich kann keine Arbeiter finden, entweder extern noch von unserer eigenen Firma, die weiter an ihrem Hotel arbeiten möchten. Ich glaube nicht an Geistergeschichten oder sonstige urbane Mythen, aber ich weiß, dass wir mehr als ein Dutzend Arbeiter verloren haben, seit wir diesen Job übernommen haben. Sie weigern sich einfach weiter zu arbeiten bei Ihnen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Sie können all unsere Arbeitsmittel, ja, entsorgen, wie Sie möchten. Ihr George Rich Garut, General Manager. So, wie viel sind Sie jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, 7. Irgendwas muss ja jetzt noch fehlen. So, ich hab's nochmal hier hingespielt. Da steht, ich brauche noch einen Beweis, einen weiteren. Wir gucken uns nochmal das Video an. Ich musste nochmal ganz von vorne spielen, weil ich habe online nachgeschaut. Ja, und irgendwas ist wohl bei mir falsch gelaufen, weil jetzt geht's erst richtig weiter. Verstehe ich nicht. Aber gut. Jetzt habe ich... Ja, jetzt muss ich die Geistersichtung aufzeichnen. Ich muss alles hier im Hotel absuchen. Sie können mir aber nichts... Also die Toten können mir nichts anhaben, oder? Richtig? Ah, okay, jetzt... So, dann suchen wir mal alles ab. Warte mal, ich gucke erstmal die Zimmer. Na komm, ich gehe einfach jetzt mal jeden Raum ab.
Oh, jetzt wird's so richtig ekelhaft hier. Oh, okay. Ja, nur noch ein paar mehr und ich bin fertig mit diesem Ort. Oh, ist das eklig gerade. Ich will nicht hier sein. Ich glaube, ich muss einfach mal... Ah, überall kurz reinlaufen und schauen, ob was passiert, hä? Boah, ist das... Ich hab Gänsehaut die ganze Zeit. Ah. Oh, es wird nicht besser. Es wird nicht besser gerade. Eine Vase! Nordic Gothic Metal. Was war das? Noch ein paar mehr und ich bin raus hier. Oh, lass mich raten. Es gibt jetzt hinten, oben und unten jeweils noch eine und dann bin ich fertig, oder? Ich gehe nochmal in die Rezeption, aber ich glaube jetzt... Nee, wird nichts sein, ne? Hahaha! 1 ist nix. Ekelhaft. Einer 3. Nix. Einer 4. Nix. Oh, da war was. Was zum? Ich muss ruhig bleiben und weiter aufnehmen. Das Gruseligste finde ich gerade die Sounds, der Rest ist eigentlich so lala, ne? Also. Oh! Was? Noch ein paar mehr Aufnahmen und ich bin raus hier. Wie wär's, du gehst jetzt einfach schon? Nur so als Tipp. Also die Pagan-Metal-Geister gleich wieder. Ist so geil mit ihren Facepaint. Na? Komm schon, ich hab gleich alle Zimmer. Ihr wollt mich doch erschrecken, oder nicht? Ah! Der war so wieder! Ich brauch noch einige... Ich brauch noch ein paar mehr. Du brauchst einen Scheiß! Du brauchst eine Therapie, Junge. So, jetzt habe ich jedes Zimmer abgesucht. Hier ist aber nichts mehr. Und was mache ich jetzt? Warte mal, ich gehe einfach mal vielleicht... Vielleicht kann ich ja schon abhauen jetzt. Kann ich bitte jetzt gehen? Nee, offensichtlich nicht. Scheiße, jetzt muss ich mal alle Zimmer absuchen. Oh, gut, in der Badewanne war noch. Noch einige mehr und ich bin fertig hier. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt... Ich muss halt... Ich suche weiter. Ich suche weiter. Was ist das jetzt? Oh, ein paar mehr. Oh, ich brauche noch mehr, was auch immer das ist. Okay, da war wieder eine. Sind wir fertig? Verdammt, ich bin fertig. Ich habe alles gesammelt, was ich an diesem schrecklichen Ort brauche. Jetzt bin ich raus.
Oh mein Gott. Das war am Anfang echt cool, aber dann... Hallo. Da wurde es so ein bisschen zum lästigen Absuchen, leider. Ich bin nicht sicher, ob die Welt bereit ist, das zu sehen, was ich hier aufgezeichnet habe. Ich sollte es trotzdem freigeben. Nur aus Respekt für die Toten. Natürlich. Nicht um reich und berühmt zu werden, was er anscheinend vorhatte. Das war's jetzt. Das war Death Motel, Leute. Oh mein Gott, also so leider zum Schluss muss ich sagen, es war ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber bildet euch eure eigene Meinung. Ich wäre froh, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt, auf jeden Fall, und was in die Kommentare schreibt, ne? Wir sehen uns wieder zu was anderem. Jetzt lese ich noch die Leute vor, die mich monatlich unter anderem supporten, finanziell. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns zu was anderem. Ich bin der Bruga. Tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Cindy H, Commander Game, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, Natascha Breyer, Nezumi, Niniping, Opa Geil, Hupo Fischpupp, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Bantan und Wölfchen 0909.